Servus Leute, ich bin der Dirk und ich weiß es, als wäre es heute noch. Ja. Als ich hier 2017 hier reinmarschiert bin und nachgefragt habe nach einem Ausbildungsplatz als Tätowierer. Marco war am Tätowieren, hat sich dann aber trotzdem die Zeit genommen, es hat eine Viertelstunde gedauert, ist er zu mir rausgekommen, hat sich meine Mappe angeguckt, meine Zeichnungen und hat gemeint, hey, die sind gut. Es ist aber von der Zeit her momentan ein bisschen schlecht gekommen, die Tage waren vorbei, da reden wir das nochmal alles. Das habe ich gemacht, bin ein paar Tage später vorbeigekommen. Und irgendwie muss man sagen, wenn man, hey, du bleibst hier, wir machen das zusammen, ich sehe was in dir, dein Engagement auch, ja, wir ziehen das mal durch, wir machen das. Also die Ausbildung hat ein Jahr gedauert circa und in der Zeit habe ich noch einiges erfahren. Also er steht zu dir bei technischen Fragen, also er hat ein Know-how. Also das mich immer wieder überzeugt, ja, wo ich mir sage, wow, ja. Aber auch nicht nur das, sondern auch vom Menschlichen her. Also wenn du Hilfe brauchst, er kommt dir ja immer entgegen. Egal was ist. Also es dauert, wenn du ihm eine Nachricht schreibst, es dauert keine 5 Minuten, dann schreibt er dir zurück. Ja. Und das ist das, was ich auch so toll finde an ihm. Ja. Er hat einen riesengroßen Laden, viel Verantwortung, aber trotzdem nimmt er sich die Zeit für dich. Und deswegen muss ich sagen, das Pick Ass ist für mich jetzt auch nicht ein Arbeitsplatz irgendwie. Es ist nicht irgendwie was Alltägliches. Ja? Also ich habe einen Vergleich, ich habe 30 Jahre ganz normal gearbeitet, habe dann, wie gesagt, 2017 hier angefangen, bin so ein Quereinsteiger, bin wirklich von der Seite hier reingepflanzt und habe gesagt, ey Bob, hier bin ich. Und muss erst feststellen, also wie gesagt, er unterstützt sich, wo es nur geht. Und deswegen ist es für mich hier auch kein Arbeitsplatz, kein normaler. Also jeden Tag, wenn ich hier reinkomme, dann fühle ich mich wie zu Hause. Und es ist immer wieder toll. Ja. Und es ist jeder Tag, den ich hier irgendwie verbringen kann, ja, bin ich froh drum. Und jedem da draußen, der vielleicht auch das mal irgendwie machen will, ja, nicht nachlassen, vielleicht auch mal mit Picasso vorbeikommen, hey, vielleicht probiert man das hier mal, so wie ich es gemacht habe, einfach mal probieren und dann sieht man weiter. Ja, das sind so meine Worte an euch. Macht's gut. Haut's raus. Bis dann. Ciao.